So, da sind wir wieder zu meinem zweiten Teil. Wir sind immer noch in der ersten Mission. Also zu meinem zweiten Teil von Dungeon Keeper natürlich. Sind immer noch in der ersten Mission, die ich jetzt aber auch direkt beende. Und los geht's. So, hier haben wir die Statistiken. Dunkelbach. Krieg und Krankheit haben dieses Land so schnell befallen wie Flöhe einen Hund. Durch eure unablässigen Anstrengungen ist es jetzt ein wundervoller Schandfleck. Ja. Schöner, wunderbarer Schandfleck. Das ist unser Ziel. So. Dann fangen wir mal direkt die zweite Mission an. Ich habe natürlich keinen Highscore erreicht. Oh, Bettstadt. Okay. Ein grauenhafter Witz einer Stadt, deren wohlhabende Bürger weder Sorgen noch Klagen haben. Traurigerweise sind sogar die Kinder glücklich und sicher. Der Grund dafür ist, dass man nicht für nicht begangene Verbrechen bestraft wird. Traurigerweise sind die Kinder sicher. Der Grund. Das ist ja unglaublich. Ich mag's, wir sind auf der bösen Seite. Wieso wird man nicht für nicht bestrafte... nein, Moment. Warum wird man nicht für nicht begangene Straftaten bestraft? Das ist doch ja unglaublich. So, okay. Ja, dann fangen wir die Mission mal direkt an. Willkommen in Bettstadt! Und da sind wir auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob euch das vielleicht auffällt. Die Grafik ist ein bisschen besser. Das liegt daran, dass ich die Ingame-Auflösung noch hochgeschraubt habe zwischen der ersten und der zweiten Aufnahme. Aber ich denke, das fällt schon ein bisschen auf. Da ich ja leider die FX-Version nicht capturen kann, aus irgendeinem Grund, muss ich halt die nicht gemoddete Version spielen, die halt ein bisschen schlechter aussieht. So. Mission, was haben wir denn hier? Erinnert euch daran, was ihr in Dunkelbach gelernt habt. Ihr müsst eine Schatzkammer, ein Versteck und eine Hühnerfarm bauen und einen Eingang benutzen. Baut Räume von mindestens 9 Fliesen im Quadrat, um die Effektivität zu steigern. Alles klar. Geht mit einer Kreatur eine Symbiose ein, indem ihr den Zauberspruch Symbiose aus dem Forschungsmenü wählt. Auf die Kreatur linksklickt, in deren Haut ihr stecken möchtet. Mit einem weiteren Rechtsklick könnt ihr die Kreatur wieder verlassen. Okay, machen wir das doch gleich mal. So, da haben wir die Symbiose gemacht. Oh, yay! Und wir haben eine inventierte Maus. Wie steuere ich das denn? Ah, okay, mit der Pfeiltaste kann ich laufen. Aha. So. Ich bin jetzt also ein Im. Mit der 1 kann ich... Ah, okay, und da... Linksklick nutze ich, und mit 1 oder 2 kann ich jeweils, das hier ist kämpfen, das hier ist buddeln. Gucken wir mal, ob das Buddeln auch klappt. Yay, ich buddel, yay! Bin mir nur nicht so sicher, ob das so effektiv ist, wenn ich das selber mache. Deswegen gehen wir mal wieder raus. Da ist der Eingang. Gucken wir uns noch aus der Nähe an. Oh, da gehen die Frames an, aber noch. Oh. Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ah, lassen wir das mal. So. Also, einen Eingang haben wir. Also natürlich noch Versteck bauen. Und wir brauchen natürlich... Ein Eingang wurde erobert. Machen wir... Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja, dabei. So. Machen wir hier noch ein. So. Dann machen wir hier die Schatzkammer hin. Drumherum. Warum auch nicht? Das Goldlager, was wir gerade abbauen. Da. Dann haben wir hier unten noch Gold. Das nehmen wir auch mit. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja, bin dabei. Nicht gut. Machen wir das von hier aus? Ja, machen wir das hier aus. So. Dann machen wir aber auch gleich den zweiten Zugang. Warum auch nicht? So. Machen wir hier das Versteck rein.
So. Ziel muss gelernt sein. Können wir aber eigentlich auch noch hier aufmachen. Wo man auch noch. So. Dann machen wir mal ein paar noch mehr Ins, damit das alles schneller geht hier. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Oh ne, weil meine waren ja nur 4, ne? Dann haben wir jetzt 5 Stück gemacht. Sehr gut. Was haben wir denn da? Käfer im Dungeon. Juhu, wir haben einen Käfer. Neben einer Fliege jetzt auch einen Käfer. Hallo Käfer. Und natürlich schauen wir hier nachher, was wir vergessen haben. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Was? Okay, gucken wir uns gleich an. Denn? Ach, lieber nein, wir haben eine Schatzkammer gefunden. Machen wir das hier so auf. So. Und so. Gut. Haben wir eine Schatzkammer gefunden. Ihr habt die Kontrolle über einen neuen. Sehr gut. Schatzkammer erobert. So, dann machen wir hier die Hühnerfarm rein. Wow, die müssen ja auch was fressen, ne? Meine Monster. So, eure Kreaturen müssen gestärkt werden. In einem Trainingsraum können ihre kämpferischen Fähigkeiten verbessern. Sich neue Kenntnisse aneignen und wirkungsvolle Zaubersprüche lernen. Okay, die lernen da also neue Attacken. Ich muss also einen Trainingsraum bauen. Hier ist noch Gold, dann bauen wir mal Richtung Gold. So. Und vor dem Goldzugang machen wir einen Trainingsraum. Ich weiß noch nicht, wie groß wir den machen. Machen wir ein bisschen. Ja, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, also ich weiß natürlich, was da alles noch so ein bisschen kommt. Hab's aber nicht mehr gespielt. Aber ich habe es relativ weit gespielt, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß noch, wie das Spiel gespielt wird. Aber zum Beispiel die ganzen, ja, sind wir noch nicht, aber es gibt ganz andere Kämpfe, die man brauchen kann. Da kann man den Monster aufbauen. Und je nachdem, was man gehabt hat, kam da auch ein anderes Ding wieder raus. Also die ganzen Rezepte, die man dafür brauchte, die kann ich halt nicht mehr. Die konnte ich mal, aber das ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. So, dann bauen wir hier den Trainingsraum rein, aber das ist ein bisschen opulent, aber wurscht. Das nehmen wir gleich. Erstmal fertig bauen. Euer Plan erfüllt sich kontinuierlich, Keeper, aber erlaubt euren Imps, die Wände eures Dungeons zu verstärken und die Effektivität eurer Räume zu vergrößern und möchte gern Eindringlinge abzuhalten. Alles klar. Ja, die Wände werden ja gerade verstärkt. Ein Trainingsraum zieht noch grimmigere Kreaturen an, zum Beispiel Dämonenechsen. Baut einen Trainingsraum und diese Kreaturen werden kommen. Haben wir gerade gebaut und ich glaube, dass da... Ja, aber das ist schon die Dämonenechsen. Wo haben wir sie denn? Da, und die trainiert auch schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Um Kreaturen zu trainieren, müsst ihr sie im Trainingsraum absetzen. Die Zahl, die gelegentlich über den Kopf einer Kreatur erscheint, zeigt an, wie viel es gekostet hat, sie zu trainieren. Ja, okay. Die Zahl. Da, trainiert. Da. Okay, 15. Alles klar. So, um Kreaturen zu trainieren, müsst ihr sie im Trainingsraum absetzen. Die Zahl, die gelegentlich über den Kopf einer Kreatur erscheint, zeigt an, wie viel es gekostet hat. Ja, das ist immer noch. Ja. Ihr könnt Kreaturen schneller trainieren, indem ihr sie im Trainingsraum vertrimmt. Okay. So, schauen wir mal. Arbeiten. Die arbeiten nicht. Arbeiten lassen. Die Dämonen scheinen alle automatisch trainieren
bekommen. Die mögen das. Das ist gut. Was macht denn die? Ach, der hat sich gerade angemeldet. Alles klar. Sie sehen jedenfalls für mich aus. Ja, sie kommt gerade erst. Und jetzt geht's auch arbeiten. Was? Dann trainieren die alle. Dann können wir eigentlich hier das Gold abbauen, oder? Ja, machen wir das mal. Man kann ja nie genug Gold haben. Es werden immer mehr diesen Dämonen wechseln. Aber mehr als 3 Fliegen oder 3 Kilo bekomme ich wohl nicht. Mein Gold ist auch noch nicht voll. Oh, es wird immer voller. Das muss man ein bisschen schneller trainieren. Zack. Kostet ja auch ein bisschen mehr. Hopp. Gummi. So. Schauen wir mal ein bisschen raus, ein bisschen mehr sehen hier. Das reicht. Das ist vielleicht schon zu weit. Das ist okay. Die Stadt kann man noch gar nicht benutzen. Also ist die eigentlich auch gar nicht voll, oder? Galgenfrist. Achso, das ist Zeit bis zum nächsten Zahltag. Ah, okay. Und der kostet dann 868, scheinbar. Gut, gut. Nein, geht nicht mehr. Die können wir eigentlich mal ein bisschen trimmen lassen, ein bisschen schneller arbeiten hier. Oh, jetzt gibt's noch Gummi da. Zahl, zahl. 917. Gut, gut. Mit trainieren. Ah. Es sind bereits ein paar Helden unterwegs. Vergewissert euch, dass eure Kreaturen gut trainiert sind und euch für den Angriff bereithalten. Die Helden, denen ihr dieses Mal gegenübertretet, sind stärker als die von Dunkelbach. Alles klar. Wo sind sie denn? Hier. Ja, so schnell kommen die eigentlich nicht durch. Die werden, wenn dann, hier durchkommen. Scheinbar. Ausgerechnet direkt bei der Schatzkammer. Ob das so gut ist, müssen wir mal lieber hier die Wand zu machen. Wo kommen sie denn? Ah, die sind ja noch weit weg. So, die trainieren alle. Noch ein paar mehr, dass wir hier ein bisschen die Wände schneller zumachen. So. 13, komm, noch 2 gehen. So. Sehr gut. So wird ein Schuh raus. Muss der Gegner hier drumherum kommen. Ja, das wäre natürlich super, wenn die direkt hin, aber die kommen dann wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo sie herkommen. Die sollen hier mal ein bisschen trainieren. Drei. Ja. Zwei. Drei. Das trainiert alles, wunderbar. Sieht's denn vom Fressen her aus? Sehr gut, weil voll heißt es viel Hühnchen.
halb voll. Also die Kamera ein bisschen zu groß gebaut, hätte nur halb so groß sein müssen. Schatzkammer ist halb voll. Ja, ist okay. Alles super. Ich kann halt nicht viel machen, außer jetzt zu warten, bis der Gegner wieder durchbricht oder ich halt dem Gegner die Tür aufmache. Aber ich soll ja sicher gehen, dass sie trainiert sind. Das ist natürlich die Frage, was ist genug trainiert? So, schon ein paar Level 4er, aber immer noch Level 2er. Ja, aber die kommen jetzt eh durch, wenn ich das richtig sehe. Wo ist hier gerade die Wand zu? Ob die schnell genug sind. Ich mache mich mal bereit. Oh, da ist jemand zu. Headbash, kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Jetzt fangen sie hier an. Oh, das wird knapp. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich nehme alle meine Echsen. So. Kommt er durch? Eure Kreaturen werden angegriffen. So, wow. Okay, eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, die waren aber jetzt schnell kaputt, oder? Lassen wir sie mal gleich wieder trainieren hier. Na, der muss sich ausruhen, da müssen wir was von ihm holen. Naja, lassen wir mal ausruhen. So. Dann soll mal einer der Imps aber bitte hier gucken. Jawohl, mach du mal. So, bitte hier. Einmal schauen, was da ist. Wahrscheinlich der ganze Rand voll mit Wasser einfach. Oh, und da oben habe ich was Weißes gesehen. Ja, da kommen neue Gegner. Dämonenechsen, Nid. Und ja. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich brauche eine größere Schatzkammer. Na, das machen wir doch dann mal. Ja, schade um das Gold. So. So, haben wir jetzt noch? Ne, schaut nicht so aus. Alles klar. Ah, hier sind wieder welche. Werden wohl bald kommen. Frisst gerade. Schauen wir uns das mal an, wie das. Oh, okay. Gucken wir uns mal an, wie der Käfer ein Hühnchen frisst. Njam, njam, njam. Und weg ist es. Und gehen wir trainieren. Sehr schön. Sehr treue Untergebenen. Schatzkammer ist jetzt wohl nicht mehr gefüllt, würde ich sagen. Der Zahltag wird auch immer teurer. Eure Kreaturen werden angegriffen. Trainiert die sind. Oh, da sind sie angekommen. Ich bin aufgepasst. Dämonenechsen, I need you. So, einmal bitte in den Angriff. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Oh, nicht schon fast wieder ab. Eure Untergebenen haben den Sieg. So, sieht eigentlich bisher ganz gut aus. Keine ist low, die Dämonenechsen reichen. Ich brauche die Käfer, die kriegen überhaupt nicht. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Haben wir gewonnen, die gehen wieder trainieren. Der Ritter kommt. Wir sollten euch ins okay. Reich der Schatten der zurückschicken, Keeper. Mhm. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wie ist er denn hier lang?
Noch mehr Wasser. Ja, da komme ich. Kann ich ja hier nichts bauen. Das kommt erst später. Im Spiel, so viel spoiler ich einfach mal. Aber ich höre etwas laufen. Ah, da ist er. Eure Kreaturen so, werden angegriffen. Können wir eigentlich mal direkt wieder alle nehmen. Und bitte. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Und fliegen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Ich soll sogar mit, das hätte ich gar nicht aufheben müssen. Egal. So, das Königreich haben wir erobert. Diese Helden mögen zwar widerstandsfähiger gewesen sein, aber sie waren wohl noch keine Herausforderung für eure Truppen. Sehr gut. Sehe ich aber auch genauso. Und die Fliege erkundet mal wieder. Die Fliege ist auf jeden Fall eine sehr gute, ist auf jeden Fall eine Einheit, die gerne erkundet, wenn man ihr keinen Auftrag gibt. Das kann man damit eigentlich festhalten. Auf der Seite erkundet eine andere Fliege. Und hier auch eine Fliegen erkunden sehr gerne. Das können wir mal festhalten. Und das sogar teilweise ziemlich weit. Ist da vollkommen egal, was da ist. Alles klar, einfach drumherum Wasser. Ja. Gewonnen! Dieses Land ist eures. Drückt die Leertaste, um zum nächsten Königreich zu kommen. Wunderbar. Da mal über die Statistiken. Die überlebenden Bürger haben zum Abnagen mehr auf ihrem Teller als Höllenhunde mit drei toten Abenteurern im Napf. Allerdings haben nicht viele Bürger überlebt. Ja. Effizienz 80%, Zeit 1147, Stil 100, Wertung 12.000. Angelockte Kreaturen 14. Was haben wir denn da? Dungeon, gequälte Kreaturen, hergestellte Türen, benutzte Fallen. Das kann man ja gar nicht lesen, so schnell wie das geht. Schade. Aber gut. Und ich habe tatsächlich geschafft, mal wieder. So, wundert euch nicht, dass es so oft da steht. Ich habe halt, wie gesagt, einige Aufnahmesessions hinter mir, um zu testen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich kann gar nicht wissen, was ich für einen Stress mit der Aufnahme von diesem Spiel hatte. Naja. So. Herzlich Holstein. Eine Region voll sinnloser Fröhlichkeit und niemals endendem Vergnügen. Niemand hier versteht die wahre Bedeutung von Leiden und großzügig ausgeteilter sinnloser, schockierender Gewalt. Herzlich Holstein, das sehen wir dann im nächsten Part. Und bis dahin, Cheerio, wir sehen uns im nächsten Part.